Herzlich willkommen zur fünften Folge Geschichte und Funktion der Modefotografie. Die letzte Sitzung bezog sich vor allen Dingen auf die 30er und 40er Jahre und die Entwicklungen, die die Modefotografie in dieser Zeit vor allen Dingen mit den Arbeiten von Heuningen Hühne und natürlich Horst P. Horst gewinnt dadurch, dass die Porträts, die Modeporträts, wieder etwas distanzierter werden, dafür aber auch noch mal einen Tick eleganter und in Richtung Idealporträt vielleicht auch weisen. Vor allen Dingen eben in der Modefotografie, bei den prominenten Porträts, die ja auch in der Vogue bzw. Vanity Fair zu finden sind, von Heuningen Hühne und von Horst, da ist es dann doch eher Richtung Individualporträt, die aber auch ganz deutlich unsere Vorstellung von dem, was Porträts sind oder fotografische Porträts sind, bis heute natürlich stark prägen. Die Distanz in der Modefotografie mit der Idealvorstellung von Schönheit und so ist bei Heuningen, Hühn und Horst vor allen Dingen dem Umstand geschuldet, dass sie im Studio arbeiten. Und dann kommt in den 30er, 40er Jahren dann eine neue Art von Modefotografie hinzu, die verkörpert wird oder umgesetzt wird von Tony Frisell und Marty Mungashi, die beide die Modefotografie quasi aus dem Studio befreien mit den neuen Kameras der damaligen Zeit. Kann man halt nach draußen gehen und auch mal eben schnell ein paar Fotos machen am Strand, ohne dass ich da großartig meine 8x10-Inch-Kamera aufbauen muss und so weiter. Eigentlich ist das für die größeren Strecken in den Magazinen Vogue und Harper's Bazaar nicht so gern gesehen, dass man mit Mittelformat oder Kleinbild arbeitet. Aber diese neue Art der Fotografie hat eben was Reportagehaftes und kommt deshalb natürlich sehr gut an oder beziehungsweise funktioniert da natürlich sehr gut, wenn es um Sachen geht wie Strandbekleidung oder eben Kleidung, die im normalen Leben außerhalb des Studios quasi getragen werden kann. Und das hat natürlich auch viel mit der Befreiung der Frau der damaligen Zeit zu tun, also vom Gedanken her mit der Sportlichkeit, die dann in diesen Bildern natürlich ganz besonders zum Ausdruck kommt. Also 30er, 40er Jahre, einmal die idealporträtmäßige Modefotografie von Heuningen Hühne und Horst. Und dann die, und da würde ich auch sagen, das sind wieder Individualporträts, die aber in Richtung Reportage gehen von Frisell und Mungashi, die eben Bildideen insgesamt liefern, die bis heute, denke ich, ziemlich plausibel sind, wenn wir daran denken, wie Fotos aussehen müssen. Dann taucht jetzt, und das ist eigentlich auch der Einstieg in das Thema der heutigen Folge, Ende der 30er Jahre, ein Fotograf auf, der ganz bewusst die Modefotografie als künstlerisches Medium sozusagen versteht. Wir hatten ja, oder ich hatte ja in der letzten, im letzten Video davon gesprochen, dass Horst und Heuningen Hühne zwar ihre eigenen Kataloge mit künstlerischer Fotografie oder mit ihrer Porträtfotografie und darüber hinaus veröffentlicht haben, was darauf schließen lässt, dass sie es natürlich schon als Kunst sehen, aber in den persönlichen Äußerungen, vor allen Dingen von Horst, stellt sich immer wieder raus, dass er sagt, nee, eigentlich ist Fotografie ja keine Kunst, also jedenfalls verglichen mit den alten Künsten sozusagen wie Malerei, Bildhauerei und so. Da würde Horst das ausschließen. Deshalb ist der künstlerische Anspruch bei der Modefotografie der 30er, 40er Jahre doch ziemlich zurückhaltend. Und jetzt kommt einer, nämlich Erwin Blumenfeld, der genau das Gegenteil macht, der auch selber aus der Kunst kommt und seine Modefotografie auch in den Dienst der Kunst sozusagen stellt, dadurch, dass er mit seiner Arbeit auch das Medium Fotografie bearbeiten kann, nämlich dadurch, dass er in der Dunkelkammer Experimente macht und so weiter und so fort. Erwin Blumenfeld war überzeugt, dass die Kunst eben in der Modefotografie auch repräsentiert werden kann oder über die Modefotografie, über die Zeitschriften verbreitet werden kann. Er ist in Deutschland geboren und kommt relativ früh auch mit Kunst bzw. mit dem Dadaismus in Berührung durch George Grosch
Und macht selber Collagen, wo er dann eben auch Fotografie zu benutzt und in dem Sinne sich auch wie Steichen und Baron Adolphe de Meyer schon vorher mit der Kunst quasi ganz präzise auseinandergesetzt hat oder sich selber schon als Künstler verstanden hat, während Heuningen Hühne und Horst doch aus dem illustrativen Bereich kamen, aber irgendwie auch mit der Kunst verwoben sind. Trotzdem ist es bei Blumenfeld, glaube ich, noch ein bisschen stärker, also der Anspruch, Kunst zu machen. Und er entdeckt quasi die Fotografie als künstlerisches Medium sozusagen, nicht so sehr als darstellendes Medium, dass ich also ein Bild habe, was im dokumentarischen Sinne irgendwas zeigt, sondern dass die Fotografie eben auch eine eigene mediale Struktur hat, die man künstlerisch bearbeiten kann. Er zieht dann irgendwann nach Amsterdam, um ein Ledergeschäft zu eröffnen. Und richtet dann in diesem Geschäft eine Dunkelkammer und eine Art Studio ein, sozusagen, und fotografiert fröhlich drauf los. Und vor allen Dingen die Kundinnen, die zu ihm reinkommen, die müssten ihm sehr vertraut haben, weil auch teilweise auch Akte entstehen, die ich mir gar nicht anders erklären kann, als dass man dann auch eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung irgendwie zu dem Fotografen dann hat, wenn man sowas schon macht. Auf jeden Fall experimentiert er damals schon im Bereich der Fotografie in die Richtung des Surrealismus, könnte man halt sagen. Die ganzen Porträts, die da entstehen, sind eben nicht einfach nur Porträts, sondern sind dann auch Doppelbelichtungen, Solarisationen. Also er beschäftigt sich ganz konkret mit dem Medium Fotografie und was man künstlerisch damit erreichen kann oder inwiefern man das Bild eben entsprechend verändern kann. Mitte der 30er Jahre läuft dann sein Geschäft nicht mehr so gut und er fasst quasi den Entschluss, Fotograf bzw. Modefotograf zu werden und geht dann Mitte der 30er Jahre, ich meine, es ist 1936, also nach Paris, weil er da Beziehungen hat zu Leuten, die er eigentlich über seine Porträts in Amsterdam gekriegt hat, also Kontakte auch zu den Künstlerkreisen, zieht also nach Paris und beginnt damit, Porträts von den Bekannten zu machen, die er hat. Und das sind zum großen Teil eben Prominente. Die macht er auch zum großen Teil umsonst, um sich damit eben einen sozusagen einen Standing-Namen irgendwie zu schaffen und auch um Material zu haben, was er natürlich vorzeigen kann, um sich dann irgendwo zu bewerben. Und tatsächlich ist es Cecil Beaton, der englische Vogue-Chef-Fotograf, der auf ihn aufmerksam wird und Erwin Blumenfeld, der Vogue vorschlägt als Fotograf. Und so kriegt dann der Blumenfeld seinen ersten Auftrag für eine Strecke 39 in der Vogue. Mit, ich glaube, fast 20 Seiten, die er damit füllt, dass er Models auf dem Eiffelturm fotografiert. Diese Bilder sind nicht nur einfach Außenaufnahmen, sondern sie gehen noch ein bisschen weiter als bei Mukashi oder bei Frisell, weil hier der surrealistische Blick eine ziemlich große Rolle spielt, den man hier daran sieht, dass es eine extreme Perspektive ist, die Modelle so auf dem Eiffelturm zu fotografieren, würden die Modelle quasi in der Luft fliegen. Und das hat damit zu tun, dass ich natürlich perspektivisch nicht sehen kann, dass die nicht im freien Raum irgendwie sind und da einfach nur irgendwo an der Spitze des Eiffelturms hängen, sondern darunter natürlich eine Plattform ist, wo die natürlich auch nicht runterfallen. Aber das Bild suggeriert das und setzt natürlich dann dadurch auch eine ganz andere Vorstellung in Gang. So dass man da eben davon sprechen kann, dass hier der Surrealismus eine ziemlich große Rolle spielt und er damit natürlich auch eine künstlerische Grundaussage in die Fotos mit reinkriegt, dadurch, dass er eben das Medium der Fotografie nicht einfach nur abbildend nutzt, wie das jetzt mal wegen bei Frisell und bei Mukashi ist, sondern eben darüber hinausgeht. Bei Frisell gibt es diese Unterwasserbilder, die würde ich auch in die gleiche Richtung einordnen, weil sie doch unserer normalen Wahrnehmung doch ein bisschen entgegenstehen. Und so ist das bei Blumenfeld eben auch. Obwohl diese erste Strecke sehr erfolgreich ist und die Leute auch begeistert sind, macht die Vogue aber dann nicht weiter mit Blumenfeld. Der Zweite Weltkrieg steht ja auch vor der Tür, wie gesagt, 39. Und er als
deutscher Jude in Paris mit seiner Familie ist natürlich besonders gefährdet und flüchtet dann, wie wir das eben auch von Horst schon kennen, aber in einer viel dramatischeren Art und Weise, was dann auch eine ziemlich lange Zeit dauert. Ich glaube, 1940 bis 1941 sind die unterwegs und er gelangt dann mit seiner Familie schließlich über Marokko in einer ganz abenteuerlichen Odyssee sozusagen nach New York, kommt dann 1941 an und wird direkt engagiert von Carmel Snow, die damals den Harper's Bazaar übernommen hat, ja ursprünglich von der Vogue kommt, und er auch direkt das Titelbild macht für die Harper's Bazaar 1941. Und damit beginnt eigentlich seine Karriere in New York, wo er dann auch die Gelegenheit hat, ab 1945 wieder für die Vogue zu arbeiten. Und seine ungewöhnlichen Bilder und seine experimentelle Art, mit Fotografie umzugehen, er macht alle seine Prints selber, er schneidet die Negative auseinander, arbeitet mit Doppelbelichtung, mit Kaleidoskopen und surrealen Elementen. Beginnt auch relativ schnell mit der Farbfotografie und entwickelt sich dadurch in den 50er Jahren zum bestbezahlten Fotografen der Welt. Er ist eigentlich bekannt dafür, dass er alle Regeln oder dass er mit Regeln nicht so viel anfangen kann. Zum Beispiel die Gebrauchsanweisung von neuen Filmen und so missachtet er prinzipiell, weil er nämlich sich dann die Möglichkeit gibt, damit künstlerisch zu arbeiten, also im Experiment dann irgendwelche Sachen rauszukriegen, die ungewöhnlich sind und die er dann als Bild in die Vogue quasi in die Welt mit einbringen kann. Und seine Einstellung ist sogar so extrem, dass er die Artdirektoren als Arschdirektoren bezeichnet und sich entsprechend auch über die Vorgaben von denen und auch von denen von Designern irgendwie hinwegsetzt, um seine Bilder quasi zu machen, was ja an sich schon eine zutiefst künstlerische Haltung ist, wenn man so extrem davon überzeugt ist, dass man das unbedingt auf jeden Fall durchsetzt. Seine Passion, und das ist eine ganz entscheidende Sache bei Blumenfeld, ist die Frau. Und sein Fetisch gilt insbesondere Haaren, Gesichtern, Mündern, Brüsten und Händen, soweit ich weiß. Und das sind die Sachen, die er mehr oder weniger immer wieder fokussiert und mit denen er auch immer wieder spielt. Also ich würde sogar so weit gehen und ihn als erotisch interessierten Voyeur zu bezeichnen. Er ist auch der Erste, der ein persönliches Casting einrichtet bei der Vogue, wo sich dann bei ihm jede Woche neue Gesichter vorstellen, weil er halt auch immer neue Leute für seine Arbeiten haben will, weil er von denen natürlich auch entsprechend profitiert, weil sie auch eine gewisse Frische halt natürlich reinbringen. Also der Blumenfeld ist einer der bedeutendsten Fotografen dann vor allem der 50er Jahre. Eigentlich löst er so in der Vogue so ein bisschen Horst ab, der in den 50ern geht mit der neuen Art Direktorin bei Vogue. Und Blumenfeld schafft es tatsächlich innerhalb eines Jahres irgendwann in den 50ern jedes Titelbild der Vogue zu gestalten. Und das zeigt natürlich dann eben auch seine Bedeutung. So gut Blumenfeld ist und so wichtig seine Arbeit ist und so interessant auch und spannend die künstlerische Arbeit ist, muss man auch ganz klar bezeichnen, dass Blumenfeld eigentlich ein Kopist ist. Ja? Weil wenn man sich die Sachen genau anguckt, die Fotos, die er so gemacht hat und die auch vor allen Dingen sehr bekannt sind von ihm, da sind das fast alles Bilder, die Man Ray schon viel früher gemacht hat. Und Man Ray, eine der Schlüsselfiguren in der Fotografie überhaupt, obwohl er sich selber gar nicht so gerne als Fotograf komischerweise gesehen hat, was für mich ein absoluter Widerspruch ist. Er wollte ja lieber Maler sein, irgendwie Zeit seines Lebens, hat die Fotografie eigentlich nur benutzt, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ist es aber trotzdem so, dass Man Ray auf jeden Fall für mich einer der
wichtigsten künstlerischen Fotografen überhaupt ist, wenn nicht sogar der erste, der sich eben ganz gezielt mit dem Thema Porträt und mit dem künstlerischen Porträt auseinandersetzt. Und Man Ray macht auch Modefotografien, aber schon viel früher, ab 19, Mitte der 20er Jahre hat er schon damit angefangen, ist 1922 nach Paris gegangen und hat das aber die Modefotografie nie als Kunst gesehen. Trotzdem ist es so, dass seine Bilder, seine Bildideen, und die kannte Erwin Blumenfeld mit Sicherheit, weil er ein interessierter Surrealist und Dadaist war, deshalb wird er Man Ray auch gekannt haben und natürlich auch die Arbeiten von Man Ray gekannt haben. Sind die Ähnlichkeiten zwischen den bekannten Bildern von Blumenfeld und vielen Bildern von Man Ray sehr frappierend? Und da habe ich jetzt hier einige, um das mal ganz klar aufzuzeigen. Hier haben wir zum Beispiel Haare, eins der beliebten Fetischobjekte von Blumenfeld, hier 1932 fotografiert. Auch in ziemlich surrealistischer Manier, weil die Haltung der Figur der Frau natürlich schon in sich so verbogen und verschoben ist, dass die Vorstellung von dem oder das Bild halt dadurch einfach eine Entfremdung kriegt, die mit der normalen Wahrnehmung ja etwas weniger zu tun hat. Das hat mit der Perspektive zu tun. Die Betonung der Haare ist mir hier jetzt, die Betonung der Haare ist jetzt hier für mich besonders wichtig, denn es gibt ein Bild von Man Ray von 1929, das ist also 3 Jahre älter, wo Man Ray sich eben auch ganz konkret auf das Thema Haare und Haarstruktur bezieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Blumenfeld das Bild auch kannte. Das nächste ist das heikle Thema der Solarisation. Hier auf erstmal von Blumenfeld von 1936. Das ist die Solarisation ist ein also ein fototechnisches Phänomen sozusagen, dass wenn ich das Material mit normal, also normal belichte, nachträglich normal belichte, kehren sich die Hell-Dunkel-Werte sozusagen um und dadurch kriegt man diese extremen Konturen an den Übergangsstellen von Hell zu Dunkel. Das hat der Blumenfeld häufiger benutzt, vor allem in der Anfangszeit und ist auch ein ganz tolles Stilmittel der Surrealisten und ist offiziell von Man Ray erfunden worden. Aber eigentlich hat er es quasi nur entdeckt, weil gemacht hat das eigentlich seine Assistentin und Geliebte Lee Miller, die zufällig in dem kleinen Mini, in der kleinen Mini-Dunkelkammer, die sie hatten, das Licht angemacht hat, weil eine Ratte rumlief. Und den Bildträger hat Man Ray dann genommen und fixiert und dadurch ist quasi die Solarisation als Stilmittel für ihn oder hat er sich für sich entdeckt. Und benutzt die dann auch konsequent weiter. Das sieht man hier auf der rechten Seite, das ist ein Porträt von Lee Miller, das habe ich auch schon in der Porträtveranstaltung gezeigt. Hier sieht man eben die Solarisation an den Kanten des Gesichts, also am Profil, ziemlich deutlich. Und das ist natürlich ein surrealistisches Stilmittel, was das Bild dementsprechend verfremdet, beziehungsweise die natürliche Wahrnehmung so verändert, dass eben das Bild eigenständig wird. Und das klaut der Blumenfeld, dieses Verfahren und benutzt es selber ein für seine Modefotografien hier ab 1936, macht er auch relativ häufig. Dann dieses Bild aus der Vogue von 1952, eines auch der bekanntesten Bilder von Blumenfeld mit diesem Schleier über dem Gesicht, der auch häufig auch von anderen Fotografinnen nochmal benutzt worden ist, ist auch eine Idee, die schon bei Man Ray 1929 vorkommt. Was man hier nämlich sieht mit dem Strumpf bei dem Porträt von Désolière, so heißt derjenige. Und also diese Verfremdung, die entsteht, wenn ich ein Gesicht bedecke mit einem Schleier oder einem Strumpf oder sonst irgendwie sowas, die eben dadurch zu so einer gewissen Verfremdung kommt. Besonders auffällig ist übrigens auch das hier, auch eins von Blumenfelds bekanntesten Bildern von 1938, so mehr so in die Richtung Körperaktfotografie geht
oder Stoff auf dem Körper und so weiter, so als formgebendes Mittel, wenn man so will. Und das gibt es nun auch definitiv schon von Man Ray von 1930. Da muss man aufpassen, dass man die Bilder nicht sogar verwechselt. Beides sind auch Bilder, das von Man Ray auch als nicht als Experiment, sondern als tatsächlich als Foto für die Modemagazine oder Magazine. Ich glaube, das ist hier, wird es auch ziemlich deutlich. Und auch hier ist das Bild von Man Ray oder die Idee von Man Ray älter. Und auch da bin ich mir sicher, dass Blumenfeld das schon gesehen hat. Dann haben wir noch einen Akt von 1949 von Blumenfeld, der auch wieder mit der Lichtstruktur auf dem Körper hat spielt, um den Körper auch entsprechend anders nochmal zu formen mit hier. Das ist eine Art Lichtgobo, was man da immer drauf projiziert hat. Und das gibt es auch schon als Idee von Man Ray, auch um 30er Jahre rum hier wieder einen Akt von Lee Miller, wo Man Ray eben auch gesehen hat, dass die Lichtstruktur oder das Licht, das durch eine Gardine, strukturierte Gardine fällt, eben sich so als Muster auf dem Körper eben abbildet und er das eben als interessantes oder fotografierenswertes Objekt sozusagen sieht. Und um das Ganze jetzt nicht ausufern zu lassen, man könnte noch ziemlich lange mit weitermachen. Es gibt mit Sicherheit auch Sachen, die Man Ray von irgendwelchen Leuten übernommen hat. Aber hier in diesem Falle bei Blumenfeld ist es doch sehr, sehr auffällig, dass diese Zitate halt ständig vorkommen. Und eines der wichtigsten Sachen zum Schluss oder der auffälligsten Sachen, zum bekanntesten Dinge zum Schluss, ist dieses Bild, was ein Vogue-Cover ist, von 1945 auch. Ist wahrscheinlich auch eines der berühmtesten Vogue-Cover überhaupt und eines der bekanntesten Arbeiten neben von Blumenfeld. Was es von Man Ray auch schon als Modefotografie-Idee von 1930 gibt. Das hier ist ein Bild von mit einem Kleid von Vionnet und hier sieht man auch, dass das Negativ quasi abgeklebt worden ist und dieses Kreuz entsteht dadurch, was Man Ray auch so veröffentlicht hat zu der damaligen Zeit. Der einzige Unterschied, würde ich sagen, besteht darin, dass das Blumenfeldbild ein farbiges Bild ist, ein Farbbild ist und bei Man Ray nicht, aber die Grundidee, etwas über das Bild drüber zu machen und dann eben diese Kreuzform damit zu erschaffen, ist mit Sicherheit auch geklaut. Das soll die Wertigkeit von Blumenfelds Arbeit überhaupt nicht trüben. Er ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfotografen, weil er einfach so fantasievoll mit dem Medium Fotografie umgeht und ansonsten eben auch als total oder ja doch als ziemlich verrückter Fotograf durch die Gegend lief und eben seinen eigenen Gesetzen folgte, was darauf schließen lässt, dass Modefotografie eben ganz deutlich Kunst sein kann. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Traurig ist, dass Blumenfeld, was heißt traurig? Für Blumenfeld ist es natürlich gut. Als bester Fotograf, als teuerster und bester, wichtigster Modefotograf der 50er Jahre, hat er natürlich dann davon enorm profitiert, auch von den Kopien oder Zitaten oder Anregungen von Man Ray, die es halt gab. Bei Man Ray selber, der ja auch als Modefotograf, Porträtfotograf sein Geld verdient hat, ist das allerdings ein bisschen nachteilig, weil Man Ray niemals so reich war wie Blumenfeld und Man Ray in seiner super kleinen Wohnung, ja, in seinem kleinen Atelier in der Rue Férou in Paris dann bis 1976 auf kleinstem Raum gelebt hat, was natürlich damit zusammenhängt, dass er also wirklich eher so in die Richtung armer Künstler geht, was bei Blumenfeld dann anders ist. Deshalb finde ich das halt schon ein bisschen ungerecht, aber andererseits ist das natürlich auch selbst entschieden. It had belonged to a sculptor who had vacated. He needed the height for his big pieces of sculpture. But also the studio was really built in the space between two buildings. He picked the space originally because it was conducive to the kind of work he wanted to do. Coming into the studio, at first you're amazed at the bareness of comfortable things.
He really couldn't afford to find a studio that had all the comforts. There were no windows below. The windows were only on the second level, where he had a balcony, where he kept his work. He had suspended from the ceiling halfway down a draped white curtain, like wings of an angel tied up to the roof. And down below, man was able to build living quarters out of it, studio out of it, kitchen facilities out of it. And he did this in a very inventive way. When winter came, it was freezing. It was 6 to 8 degrees centigrade. And we had to get that oil stove. Every morning he'd get up and fill it with a jerry can. That's winter. I would make breakfast and take it to bed. We would have breakfast in bed. Body heat. Dreams were very important to him. He dreamt all the time, and in the morning he had a sketch pad. He would sketch his dreams, and then he'd have the sketches and he'd make a painting. Man Ray ist dann das nächste Thema, der eben, weil er auch schon als Inspiration für Blumenfeld in die Richtung der künstlerischen Porträt- und Modefotografie geht. Hier jetzt das nächste Thema. Und dazu muss man verstehen, dass Man Ray als New Yorker nach Paris gegangen ist, um eben sich die, um sich quasi der Kunstwelt in Paris anzuschließen, was eben in den 20er und 30er Jahren wahrscheinlich der, also künstlerisch und kulturell der Mittelpunkt der Welt war sozusagen. Und da geht er nun hin, auch aufgrund seines Freundes Marcel Duchamp, der ja auch als Schlüsselfigur in der Kunst des 20. Jahrhunderts überhaupt gilt mit seinen Ready-Mades. In 1915, when Duchamp came to America, he came out to my little house. He didn't speak a word of English, I didn't speak a word of French, but we understood each other. He showed me some of his early work, you know. Ah, oh, that's a man of my feeling. For me, it was a new world. I didn't speak a word of French, but I came here in 21. And I felt like a newborn baby after my struggles in America and rejections from the galleries and collectors. I was immediately introduced to the whole avant-garde group, the Dadaists at the time, who were the same people who became surrealists later on, you know. Duchamp was already in Paris, and he took me around, and he brought me to the cafes where I first met everybody. And they were so nice. What I always wanted is to be accepted, not understood. First to be accepted. Man Ray fotografiert für Geld, für Magazine, macht eben seine Porträts und natürlich auch Werbungen, also um damit in erster Linie seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und ist halt auch der Überzeugung, dass Fotografie überhaupt gar keine Kunst ist. Es gibt einen Artikel von ihm, der heißt Photography is not Art, und das ist natürlich verwunderlich, weil er einfach ein unheimlich guter Fotograf ist und vor allen Dingen auch künstlerischer Fotograf ist. Das ist mir bis heute eigentlich absolut unerklärlich, dass er das selber nicht so gesehen hat. Aber vielleicht ist auch das ein surrealistisches Statement. Das könnte natürlich sein. Das würde mich natürlich auch nicht wundern. Es geht bei ihm vor allen Dingen um das Experiment und um die Anarchie und eben nicht darum, das Foto als Abbildung, als Abbildungsmedium zu benutzen. Und genauso setzt er oder benutzt er auch die Fotografie für seine Auftragsarbeiten. Also es ist relativ eindeutig, dass er eben Verzerrungen, verschiedene Perspektiven, Doppelbelichtung benutzt, was für die Zeit natürlich absolut neu ist und aber trotzdem anerkannt wird, auch weil man eben weiß, dass er ein Künstler ist. Wahrscheinlich hat er so eine gewisse Freiheit und kann dann auch entsprechend seine Modestrecken in der Vogue oder wo auch immer er für arbeitet, dann entsprechend so platzieren. Es gibt natürlich sehr viele ikonische Bilder von Man Ray, wie zum Beispiel hier diese Violine von Ingres beispielsweise oder die Tränen hier. Das sind so die
mit die berühmtesten Bilder von ihm, denke ich mal. Es gibt aber auch ein Bild, was häufig als Poster und Postkarte verkauft wird. Das ist aus der Vogue 1926, Noir et Blanc. Ist ein illustratives Foto für einen Bericht über Gesicht und Schönheit. Und hier mit diesem Bild sieht man natürlich das Surrealistische auch ganz deutlich, diese Gegenüberstellung von Schwarz und Weiß, beziehungsweise von Kontrast in dem Sinne auch von Gesicht und Maske. Und dabei kommt es auch zur Vertauschung dann, dass der Kopf, hier ist das übrigens Kiki de Montparnasse, die bekannte Pariser Prominenz, die hier abgebildet ist, die eben gar nicht vom, sieht er selber aus, so als wäre der Kopf abgeschnitten und würde auf irgendeinem, würde irgendwo rumliegen. Seine Werbungen auf jeden Fall und seine Modefotografien sind eben noch vor Blumenfeld surrealistisch oder bringen den Surrealismus mit in die Modefotografie. Und ein Beispiel, was ich halt immer wieder sehr gerne zeige und was auch gleich die Überleitung ist, ist dieses, diese Hutwerbung von 1931. Das Bild arbeitet auch mit Solarisation, ganz offensichtlich ist es ein Porträt, und zwar ist es zusätzlich eben noch ein Porträt von Lee Miller aus der Zeit, in der Man Ray noch mit ihr zusammen war. Und für mich ganz besonders interessant ist, dass unten drunter, also unter dem, als Titel quasi, für eine Werbung steht, dass dieses Bild von dem berühmten Künstler, gefeierten Künstler Man Ray gemacht worden ist. Das heißt, er hatte damals schon das Standing des berühmten Künstlers. Das wird als Werbung in der Vogue umgesetzt. Und vielleicht ist das auch eine Inspiration insgesamt gewesen für Blumenfeld, zu sagen, Kunst kann man in der Modefotografie umsetzen. Lee Miller ist für mich ebenfalls eine Schlüsselfigur für die Fotografie oder für das Verständnis der Fotografie des 20. Jahrhunderts. Denn auch sie macht Modefotografie und wird hier auch entsprechend vorgestellt werden. Spielt ja auch schon eine große Rolle im Seminar Porträtfotografie. Ist ja auch schon drin. Lee Miller ist für mich eine der wichtigsten Frauen der Fotografiegeschichte überhaupt. Und weil sie vor allen Dingen so vielfältig und so absolut selbstbestimmt und entschieden, könnte man sagen, auch ist. In den 20er Jahren ist sie oder wird sie zufällig entdeckt von Condé Nast auf der Straße. Er rettet ihr eigentlich so das Leben, weil sie irgendwie fast von irgendeinem Auto gelaufen wäre. Und weil er natürlich dann eben auch einen Blick hat für Fotomodelle und so und das gerade in dieser Zeit anfängt, wird sie eben von ihm von der Straße direkt engagiert als Fotomodell. Gibt auch ein Cover mit ihr, das Le Pape gemacht hat und ist dann eben danach folgend ein Modell von Edward Steichen, den wir schon kennen. Und über die Modefotografie kommt sie dann oder kriegt sie natürlich ein Verständnis für Fotografie. Ihr Vater hat auch schon ganz gerne immer Fotos gemacht und so weiter. Und fasst den Entschluss, auch Fotografin, Künstlerin zu werden. Und der Steichen empfiehlt ihr dann Ende der 20er Jahre, 1929, nach Paris zu gehen, und zwar zu Man Ray. Lee had heard about Man Ray in New York from people like Steichen, and she had his address. And so she went to his studio, and it was all closed up. And the concierge said, "You're too late, mademoiselle. Monsieur Man Ray has gone away to Biarritz for his summer holidays." And so Lee was absolutely distraught. So she went a little distance away to a cafe, and up through the floor, because there was this little narrow spiral staircase, came Man Ray. And she went over to him and introduced herself, and she said, "I'm your new student." And he said, "Well, that's too bad, I don't take students, and anyway, I'm just off to Biarritz for my holidays." And she said, "That's okay, I'm coming with you." And off she went, and that began 4 years of her being
Man Ray's pupil and lover and closest friend and I think in a way his tormentor. Man Ray porträtiert sie häufig und experimentiert auch mit ihr zusammen alles, was Fotografie angeht. Sie lernt quasi Fotografie in der Zeit, also die Laborarbeit, wie entwickle ich Filme, wie mache ich Abzüge und so, das gehört alles mit dazu. Und kommt über Man Ray natürlich mit dem gesamten künstlerischen prominenten Stadel in Verbindung, also von Picasso bis André Breton sind mit Sicherheit alle dabei, auch die ganzen anderen Leute, die sich um die Künstlerleute tummeln. Und dazu bin ich mir ziemlich sicher, gehörten auch Heuningen, Hühne und Horst. Das sind alles Leute, die sich natürlich kannten. Sie bleibt aber nur 3 Jahre bei Man Ray und entschließt sich dann, woanders hinzugehen, eigentlich nach New York und dann ihr eigenes Studio zu eröffnen. Also sie ist quasi vom Fotomodell zur Fotografin und dann zur Studioinhaberin geworden, geht nach New York und über ihre guten Kontakte, vor allen Dingen zu Condé Nast und anderen Leuten, kann sie sofort ein Studio eröffnen und es läuft wie der Wahnsinn, ist immer ausgebucht. Aber auch da hält sie es nicht lange aus, weil sie auch das Abenteuer sucht, so würde ich das vielleicht mal nennen, und verschwindet von einem auf den anderen Tag mit einem Ägypter, den sie dann eines Morgens einfach heiratet. Dann geht sie mit ihm nach Ägypten und macht da aber auch weiterhin Fotos. Landschaftsbilder, die sehr, sehr, sehr interessant sind. Eins davon ist auch eine Vorlage für ein Bild von Magritte beispielsweise. Also der Impact von Lee Miller damals schon in die Kunstwelt mit ihren Bildern ist schon ziemlich groß, weil sie eben auch jeden kannte. Aber auch diesen Ägypter wird sie dann wieder verlassen und geht dann zurück nach Paris zu ihren alten Leuten und lernt dort Roland Penrose kennen, einen englischen Surrealisten in Paris. Und die werden dann ein Paar, hängen zusammen in Paris rum und auch mit den alten Leuten, auch mit Man Ray, der jetzt eine neue Freundin hat und so weiter. Die machen zusammen Urlaube und das geht eigentlich ganz gut bis zum Ausbruch des Krieges und auch hier müssen Anthony Penrose und Lee Miller dann flüchten, aber nicht nicht in die USA, sondern nach London zurück, weil Anthony Penrose ist ja Engländer. Auch eine sehr abenteuerliche Geschichte, wie das bei allen so ist. Also dieser Beginn des Zweiten Weltkrieges wirkt sich eigentlich auf alle, aber das ist ja auch klar, auf alle Fotografinnen und Fotografen der damaligen Zeit und die, über die wir hier sprechen, auch ganz besonders aus. In London ist sie dann als Fotografin für die Vogue tätig, also für die britische Vogue. Und interessanterweise fotografiert sie sowas Ähnliches wie Kriegsmode sozusagen. Das heißt also, die Situation des Krieges spielt jetzt schon in der Bildfindung eine ziemlich große Rolle. Hier zum Beispiel mit diesen Masken oder Schutzbrillen oder eben auch vor schon von den deutschen Bombern zerstörten Teile Londons. Und es geht so weit bei ihr, also dieser Impact des Krieges ist so deutlich bei Lee Miller, dass sie sich irgendwann dazu entschließt, für die US Army eine Kriegsfotografin, Kriegskorrespondentin zu werden. Schließt sich also dann dem US Army Corps an, wo auch mehrere Frauen, auch Margaret Burke White gehört damit zu, als Kriegsberichterstatterin mit Kameras ausgestattet werden und dann in den Krieg geschickt werden. Das macht Lee Miller auch und ist dann ab 1944 Fotoreporterin für die US Army und macht exklusiv Reportagen für die Vogue. Lee Miller ist nämlich die erste Frau, die 3 Tage nach dem D-Day als Fotoreporterin in Kontinentaleuropa, also in Frankreich, ankommt, Saint-Malo. Und sie also quasi direkt mit an der Front ist, ist auch fotografiert in den Lazaretten und ist also von Anfang an und nicht wie viele andere eher im Hintergrund, sondern sie gehört tatsächlich mit zu den
Leuten, die direkt an der Front sind, auch mit den Soldaten zusammen lebt und sich davon auch nicht ab, sondern sich zugehörig fühlt zu den Frontsoldaten. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Sie geht dann erstmal kurz zurück und kommt dann wieder, kurze Zeit später, nämlich 45, eigentlich so zum Ende des Krieges, könnte man dann sagen. Und geht über Frankreich und Köln dann nach Deutschland rein. Gibt sehr viele Aufnahmen, vor allen Dingen von Köln, die Lee Miller gemacht hat, vom zerstörten Köln mit verschiedenen Berichten dazu. Und kommt dann auch nach Leipzig, nach Buchenwald als erstes und nach Dachau und nach München. Und das geht bis nach Berchtesgaden, ist sie also mit ihrem Kollegen und Freund Ben Sherman, auch ein bekannter Kriegsfotograf, unterwegs. Und laufen dann auch Robert Capa über den Weg oder Margaret Berkey White, sind teilweise an den gleichen Stellen, wie hier zum Beispiel in Leipzig. Das ist eines der bekanntesten Bilder, die ganz viele Leute fotografiert haben, von der toten Bürgermeisterfamilie von Leipzig. Also der Bürgermeister, seine Frau und seine Tochter, die haben sich alle dann mit Cyankali vergiftet. Und so sind die dann eben in dem Büro des Bürgermeisters vorgefunden worden. Hier ist natürlich das Motiv so interessant, dass auch alle Leute fotografiert haben, also Robert Capa, Margaret Berkey White und Lee Miller, Ben Sherman natürlich auch. Alle machen ihre Fotos von dieser Situation, und wenn man die jetzt direkt vergleicht, die Bilder von Lee Miller, von diesem toten Mädchen mit den Bildern von Margaret Berkey White, sieht man ziemlich deutlich, finde ich, dass Lee Miller einen großen ästhetischen oder künstlerischen Anspruch hat, während das bei Margaret Berkey White doch eher in das Reportagehafte, was jetzt nicht negativ sein soll, aber es ist halt was anderes, also ins stark Dokumentarische reingeht, hat es bei Lee Miller noch immer so eine Zusatzebene als Bildinterpretation sozusagen, die ich ausgesprochen interessant und vor allen Dingen auch wirkungsvoll finde. Beeindruckend ist, dass diese Bilder, die sie macht in Deutschland zu der damaligen Zeit, eben regelmäßig veröffentlicht werden in der Vogue. Das hier ist die britische Vogue, hier sieht man übrigens den Größenunterschied ganz gut, wo Lee Miller eben ihre Bilder veröffentlicht und die Texte dazu auch schreibt. Lee Miller hat auch, genau wie Margaret Berkey White, ein Buch geschrieben über den Krieg. Bei Lee Miller heißt es nur Krieg, und bei Margaret Berkey White ist das ein ganz ähnlicher Inhalt. Da sind Bilder drin und eben diese Erfahrungsberichte, die ich sehr empfehlen kann für jeden, der sich eben mit der Nazizeit auseinandersetzen will und so, weil das die Sicht der Alliierten ist, die da ganz konkret beschrieben wird, und auch die Erfahrung mit der deutschen Bevölkerung zu der Zeit. Lee Miller gehört auf jeden Fall laut vielen Aussagen zu denjenigen, die die Deutschen am allermeisten gehasst haben, und das wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Ihre Reportagen sind also in der Vogue, in einer Modezeitschrift, die normalerweise ja nur mit Schönheit und mit, so wie Horst sagen würde, mit Träumen arbeitet. Aber hier kommt eben die knallharte Wirklichkeit zum Zuge, ähnlich wie bei dem Life Magazine, wofür Margaret Berkey White auch fotografiert. Das ist von 1945, das ist ein Titel von Robert Capa. Aber hier sind genau die gleichen Bilder drin, die Lee Miller auch gemacht hat, hier von dem toten Bürgermeister in Leipzig und so weiter. Aber bei Lee Millers Sachen, Reportagen, sieht man dann eben ganz deutlich auch nicht nur die persönliche Betroffenheit, sondern auch die künstlerische Umsetzung des Ganzen, und das eben im Zusammenhang mit der Vogue, was ziemlich einzigartig ist. Hier ist Bericht aus Dänemark, und in dieser Vogue, in dieser Ausgabe, ist auch eines der bekanntesten Bilder überhaupt von Lee Miller und auch zum Thema des Zweiten Weltkriegs. Und zwar ist das hier jetzt im Anhang nur drin. Lee Miller ist dann, als sie in München war, sind die zusammen in die Wohnung von Adolf Hitler gegangen,
haben sich das quasi angeguckt und mehr oder weniger auch angeeignet, also okkupiert, könnte man sagen, richtig als Gewinner des Krieges, dann ganz konkret sich positioniert in dem Besitz des Besiegten sozusagen. Und das machen Lee Miller und Ben Sherman ganz, ganz schlau dadurch, dass sie zum Beispiel Lee Miller sich in die, es gibt das Bild auch von Ben Sherman, aber das ist jetzt eben das bekannte Bild, Lee Miller in der Badewanne von Adolf Hitler ist. Das ist genau das hier. Oder hier ist ein Sergeant, der auf Hitlers Bett liegt und Mein Kampf liegt und liest und dabei telefoniert. Und dann sind sie zusammen in den Wohnungen, in dem Haus von Eva Braun beispielsweise. Das wird halt fotografiert und veröffentlicht mit entsprechenden Texten. Hier ist Lee Miller im Bett von Eva Braun. Hier sieht man Zwangsarbeiterinnen, die sich an den Sachen, an den persönlichen Sachen von Eva Braun halt bedienen, was so Schminke und so weiter angeht. Also eine sehr, sehr interessante Sache, die tatsächlich über die Vogue veröffentlicht worden ist und dadurch natürlich auch eine Range gekriegt hat, die sonst unter Umständen nicht möglich wäre. Dass gerade die Modefotografie hier der Ausgangspunkt dafür ist, dass man eben auch politische Fotografie machen kann oder politische Reportage, das ist dann quasi sozusagen grenzübergreifend oder genreübergreifend möglich. Und interessanterweise sind das natürlich dann auch wieder alles Porträts. Ja? Also auch dieses Porträt von Lee Miller in der Badewanne und so weiter, sind alles Sachen, die eben über die Individualporträts in bestimmten Situationen gehen und dieses sich lustig machen oder durch das Bild den Sieg nochmal nachvollziehen, finde ich ausgesprochen interessant. Und da ist eben die Miller, glaube ich, diejenige, die das sehr eindrucksvoll und gut umgesetzt hat, weil sie dazu eben noch ihre Texte geschrieben hat, die eben also aus meiner Sicht eine phänomenale Leistung zeigt. Also Lee Miller selbstbestimmt, politisch und kreativ, also mehr geht glaube ich fast gar nicht. Als Abschluss für diese Folge der künstlerischen Modefotografie, die hier als erstes auftritt und mit Lee Miller, das möchte ich hier nochmal hervorheben, eben nochmal in eine Extra-Dimension gehoben wird, nämlich ins Politische, in die politische Reportage, in die Kriegsreportage, die andere Leute, also wie der Blumenfeld oder Man Ray natürlich nicht gemacht haben. Und das ist sie natürlich dann ganz klar nochmal einen Schritt weiter. Wichtig war aber, dass diese FotografInnen einen neuen Aspekt in die Modefotografie reinbringen, nämlich die experimentelle künstlerische Fotografie, die eigentlich bei Man Ray anfängt, schon in den 20er Jahren, also sehr, sehr früh, Mitte der 20er, Anfang der 20er Jahre hat er schon angefangen und ist also ein Zeitgenosse von Steichen eigentlich, wenn man so will. Und was sich dann über Blumenfeld, aber auch über Lee Miller dann weiter verfolgen lässt in der Mode- und Werbefotografie und in der Porträtfotografie und Lee Miller eben dann eben über den Krieg hinaus dann noch zur Reportagefotografie kommt, die dann ja nachher mit Modefotografie gar nichts mehr zu tun hat. Also das war die Folge 5 für heute. In der nächsten Folge wird es vor allen Dingen um die Modefotografie der Nachkriegszeit gehen. Während des Zweiten Weltkrieges hat sich die Modeindustrie komplett nach New York verlagert und Ende der 40er Jahre geht sie dann zurück nach Paris und da kommen natürlich dann auch ganz viele Modefotografinnen dann wieder mit rüber und dadurch entsteht dann natürlich auch wieder eine neue Modefotografie oder eine neue Einstellung zur Modefotografie. Das war es aber erstmal für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.